Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 mit dem Lukas. Hallöchen. Ja, wir haben natürlich unser Versprechen wahrgemacht und haben natürlich jetzt ein GTR aufgebaut, schön mit Breitbau, wie sich's gehört. Und, ja, hallo, jetzt werden wir dominieren, jetzt sind wir unschlagbar. Ja, jetzt haben wir haben natürlich selbstverständlich den Allrad ausgebaut. Natürlich, ausgebaut und V8 rein, wie wir es gesagt haben. Genau, ja, Challenger-Style, nee, haben wir nicht gemacht, aber haben auch jetzt nicht ganz so breite Reifen wie bei mir im Challenger, aber klappt schon. Es reicht trotzdem bei Allrad. Ja, es reicht auf jeden Fall. Gut, ja, also selbes Rennen nochmal. Wie oft sind wir eigentlich die Straßenrennen jetzt in jeder Folge mehrfach gefahren? Ich glaube, es ist echt heftig. Also stimmt, jedes zweimal auf jeden Fall. Minimum, ja. Also das fahren wir jetzt schon zum dritten Mal. Ja, kann locker sein. Ah ja, der Titan Zemba geht ja schnell, den habe ich da hingeschubst vorhin auf Screen. Okay. Wir standen vorhin noch vor dem Tor direkt neben uns. Okay. Hab ihn kurz einmal im ganzen Kreisverkehr rumgeschubst. Die Leute da haben so ein bisschen beim Korb nur so ein bisschen ihre Hänger hier und da. Ja. Da ist was dran. Hat der Wagen keine Kennzeichenbeleuchtung mehr mit dem Breitbau-Kit? Nee, ich denke auch gerade. Wenn man jetzt ist, auf, das Kennzeichen ist ganz so dunkel. Das ist voll irritierend jetzt, wenn man das nicht mehr gewohnt ist. Ja, aber das ist jetzt halt wirklich Illegal Street Style. Oh, das ist die falsche Strecke hier, gell? Ich wollte sagen, warum hast du umgedreht? Ja, ich habe gerade irgendwie einen Hänger gehabt. Ja, aber illegal geht nicht. Also ohne Kennzeichenbeleuchtung? Ja. Hatte ich bei meinem Auto aber auch erst vor kurzem. Wenn man das machen will, dann machen wir noch Kennzeichen weg, dann, ne? Kann man ja theoretisch abmachen, geht ja auch. Echt? Ja, wenn du Kennzeichen den Buchstaben änderst, in der Garage kannst du auch einfach mal ein Kennzeichen entfernen, dann fährst du ohne Kennzeichen, geht auch. Echt? Ja. Ah, das wusste ich gar nicht, okay, cool. Also das haben sie immer noch drin, du kannst auch ohne fahren. Ja, dann hätte ich das gemacht, ja, dann wäre es richtig illegal. Das wäre letztes Mal auch gewesen, hatte meine LED-Kennzeichenbeleuchtung auch mal kurz im Wackler, bin ich nachts auch erstmal schön ohne Kennzeichenbeleuchtung rumgefahren. Nice. Ja, bist direkt das erste Opfer, was die Polizei rauszieht, wenn sie dich damit sehen. Ja. Also nicht sehen, eher. Ja, genau. Ja, steck ins Auto ein, plötzlich bing, ja, kennst du euch Beleuchtung gefällt. Das ist nicht dein Ernst, oder? Es ist gerade dunkel draußen, nicht der Zeitpunkt dafür. Ja. So, komm, das ist gewinnbar. Was zum Geil, habe ich gerade weht. Was hat denn der Bauler da verloren? Ja, da war ich letztes Mal schon mitgefahren. Also echt? Beim Regenwaldrennen da. Ja, am Regenwald, aber nicht beim Stadtrennen. Ja. Wir werden wieder die Tracks hier, Lotus 211. Ich finde aber immer noch geil, wie sie den California T abkürzen. Ferrari Qualité. Ja, der Qualité. Ach, Typ, der Typ ist ja massiv, stimmt ja. Den kann man ja nicht umnieten. Ja, kusch dich mit deinem Bauch. Ey! Yo, Alter. Wir jetzt selber. Ja, noch Alter, einer, danke. Hallo. So viel zu, dass ich einen Hänger habe, ja. Das bin ich gleich vorletzter. Geil. Dafür konnte ich noch nicht mehr was. Ja, Hauptsache Checkpoints abgrast, ne? Ja, Schwierigkeitsgrad hat man natürlich gelassen auf dem einfachen und schlagbaren Schwierigkeitsgrad. Ja, natürlich. Und das Skill soll ja auch nicht unterfordert werden, ne? Der hat aber echt mehr Grip, Alter. Ja, deutlich. Aber jetzt hör auf, mir die Karren zu. Mein Gott, die KI. Wenn die KI nicht so. Ist halt echt nur so am Pöhlen, ne? Ey. So, jetzt kann ich auch letzter werden, wenn ich das so halten würde. Ganzen GTR-Fanboys sind. Ich hab's schon immer gesagt, GTR! Das ist das beste Auto überhaupt! Es gibt kein bestes Auto! Das ist Ansichtssache. Ja, das liegt aber nur an unserem Tuning, ja? Ja. Was wir da jetzt alles rauskitzeln mussten. Also, eine Sache tiefer, dann die andere Sache Sturz. Gut, das war's dann auch, aber das ändert viel. Ja, gut, Alter, ich komme nicht durch! Der scheiß Bauer hat mich geschubst, mich nutzt in die Autos rein. Oh, ich fahr schon. Oh, ich fahr mit dem Bauer rein. Komm. Der Bauer ist schneller als ich. Ja, jetzt weiß ich, warum er mitfährt. Okay, jetzt müsste ich. Ach, hätte sich gut, der GTR, jetzt mal keinen Scheiß. Ihr habt ja recht, meine Fresse. Vergleich zu dem anderen Autos ist es. Ja, sagen wir so: eins wird sich nie ändern in Forza Allrad. Ist halt einfach OP in so einem Spiel. Das ist einfach so. Eine Rennstrecke ist es was anderes. So, als wenn du mit Fahrhilfen fahren würdest. So fühlt sich das auch an. Kacke. Ja. Aber haben wir gleich das Nachtrennen frei, ne? Das eine. Ja. Ich bin gespannt. Der Abschnitt kann ich nicht lassen. Alter, ich hab mich gerade hochgehoben. Hast. Au! Ja, ich hab mal, bin ja da am Boden festgehangen. Scheiße. Ja, tief legen ist nicht so gut. Ich hab auf den Sprung gemacht und plötzlich hängt es mich voll am Boden fest. Wofür macht so Problem ist, übersteuert halt gerne ein bisschen. Komm, komm rum, Mann. Aber die ersten zwei wieder wegziehen. Oh, er acht, Hab ihn. Du hast ihn auch komplett in die Kabatten geschossen.
Richtig so. Weg mit dem Dreck. Da kommt sie! Na gut, Dresden haben wir es jetzt abgeschlossen. Ja. Es könnte am Wagen mitgelegen haben, vielleicht. Eventuell, ja. Möglicherweise. Ja, der liegt schon echt gut. Also, das ist halt wirklich Forza-typisch. Ja, Allrad ist einfach. Ein scheiß Bauler, der geht mir jetzt echt auf Eier. Ja, und ja, der GTR hat auch keinen Rückwärtsgang drin. Ja. Das kann alles kein Zufall sein. Nee. Absolutes Sieger-Auto, ja. Man levelt halt so echt krass in diesen Rennen. Das ist echt heftig, ja, ey. Das ist heftig, viel, viel mehr, ja, als im Singleplayer. Das stimmt, ja. Ja, yeah, wieder los, komm. Den XKS, okay, könnt ihr behalten. Ich hab jetzt mit dem Wagen seit Forza 5 auf dem Kriegsfuß. Ach, man sieht schon Credits. So, jetzt mal kurz. Okay, also gespannt. Warren hat mir gerade durchgeklickert. Ja, da ist so ein Typ. Ah, da will ich jetzt am Mitternacht ein Rennen gegen mich, uns fahren. Und er hat sogar sein Auto gesetzt. Okay, das hat er mir nicht gesagt, aber okay, ich kann mir das dann. Und das Duell heißt 1997er BMW M3 Nachtduell. Wir kriegen den E36, Bitches. Sexy. Bin ja, bei geil. Mir ist auch frei, aber mir. Problem ist dadurch, dass dein Festival ist, quatscht der Typ nicht mit mir. Das ist ja natürlich kacke. Ja. Ja, das ist eigentlich blöd. Was ist denn das? Der Kopf kommt, wir haben ja nur irgendwie so einseitig für einen. Das stimmt. Also bei den einen Text, den du vorhin gehört hast, hat er da auch bei mir nur im Singleplayer erzählt. Das wäre ja auch eben blöd, ja. Das nicht bei beiden dann, weil es schaltet ja in der Regel bei beiden frei, oder? Ja. Ist ja scheißegal, ob es nur beim einen oder anderen kannst du trotzdem das bringen. Jetzt, ja. Ich sehe deine Markierung kurz, weiß nicht, aber gut, ich weiß ja hinterher. Das Einzige, was mich irritiert, ist ein Pinkstep-Rennen. Also er setzt seinen Wagen, müssen wir unseren Wagen auch setzen? Ich hoffe jetzt mal nicht, ich will nicht unbedingt den GTR wieder abgeben. Ja, war teuer genug, ne? Obwohl, wisst ihr, Forza-typisch, die Leute setzen nur ihr Autos, denen ist aber okay, wenn sie gewinnen, dass er einfach nichts bekommt. Ja, oder können die leben. Perfekte Gegenleistung, ne? Ja, eben. So. Ja, der geht so krass um die Kurven, ey. Das ist heftig, ne? So, ich fahre mal einen schönen E36 auf, schon gesehen, mit dem Rocket Bunny nimmt auch geil aus. Aber schön am Rand hier, okay? Ah, ja, ich bin schön vorbeigefahren. Ah, ja, da. Schön mit leuchtenden, glühenden Bremsscheiben, so wie ich auch. Okay, hinten sind sie rot, vorne sind sie gelb. Ja, bei mir dasselbe, weil, ja gut, gelb ist halt, weil es wärmer vorne ist halt, ne? So, Team 1, Kollision 1, Start. Geil, wenn wir zwei jetzt gegen den alleine fahren, lache ich aber. Ja, aber geil, wenn zwei E36 antreten. Also ich wäre das klug. Oder ein Bowler. Nein, das wäre nicht so geil. Was? Was also, ist? Ich würde sagen, ich wollte den GTR auswählen und plötzlich ist er bei mir beim Königseck. Ah, okay. Nee. Weil dieselbe Klasse ist. Ja, es ist ungefähr dieselbe Klasse, ja. Ungefähr One-to-One-Niveau. Ja. Was? Sponsored bei BMW. Koop-Kampagne. Na, da ist er ja. Ich sehe zwar nicht viel von dem, aber da ist er. Bei mir ist noch alles schwarz, lädt noch. Ja, jetzt. Okay, wir müssen ja leid. Einer kann ihn einfach zu breit kloppen und einer fährt weg. Ja, vor allem, das sieht sehr serienmäßig aus, ne? Ist auch serienmäßig. Ach was. Der hat 654er Leistungsindex. Ja, okay, das ist halt schwierig, das jetzt zu schaffen, vor allem, weil wir im Team auch noch fahren. Wieso gucke ich nach rechts? Das finde ich geil. Ja, weil er da neben mir steht. Nee, bei mir steht aber nicht neben mir. Ich habe gerade die Bank angeguckt. Bei dir steht es ein bisschen witzlos jetzt. Wieso? Ja, das ist ein schöner Erdhügel. Schon ein bisschen lame hier. Ja gut, dann fahren wir mal ein schönes Zeitrennen. Aber wir kriegen den E36, nehme ich gerne hin. Nehmen wir gerne. Den wollte ich sowieso noch haben. Ja. Oh, shit. Ja, Checkpoint verpassen können wir auch gegen den verlieren, glaube ich. Aber mit 300 hier durch Byron Bay knallen, das schon. Oh, die Randsteine sollte man vielleicht nicht. Da merkt man, dass er ziemlich flach liegt hier. Ja. Es liegt viel mit vieler Weg. Nee. Wobei, ich könnte noch 0,4 runtergehen, ja. Gut, ich bin voll auf der Fresse. Ja, ich hab extra gedacht, so, nee. Ich will hier nicht nur fett aussehen, ich will hier auch noch fahren. Boah, die Flammen, das ist so sexy, ey. Ja, endlich machen sie schöne Lichtquelle. Gut, wäre gegenüber Need for Speed dann auch peinlich gewesen, wenn nicht. Ach komm, geh weg. Ja, schiebe mir halt vor die Nase! Mann! So. Das wird spannend, ob wir das schaffen, ey. Wir haben nur 250 Punkte. Ich glaube, wir fahren rückwärts ins Ziel, einfach aus Provokation. Können wir machen. Also manchmal untersteuert er halt dann doch ein bisschen.
Aber wiegt ja auch ein bisschen was. Naja, 1,7 Tonnen wiegt das Ding halt trotzdem, ne? Aber klar, Allrad wiegt halt, das ist normal. Der große V6 ist jetzt auch nicht unbedingt leicht. Ja. Aber geile Strecke, besser wie die anderen. Die macht echt Laune zu fahren, weil die schön kurvig ist. Also schön, schön kurvig. Ja, nicht so 90 Grad Kurven-Style. Mit zwei Checkpoints am Eingang und am Ausgang. Musst du dann gleich exakt wiedergeben, was Warren gleich wieder gesagt hat, weil ich das nicht höre. Ja. Müssen wir jetzt eigentlich warten, bis er am Ziel ist? Ich schätze schon, ne? 30 Sekunden. Ich wollte doch rückwärts rein. Oh, fuck, wascht. Naja, es ist seitlich. Wow! Ja, gucken wir mal, was er sagt. Oh, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Da müssen wir warten, bis warum ist hier auf den Driver da warten? Bin ja auch nicht cool, ja? Ah, jetzt. Okay. Ja, vielleicht nicht. Jetzt krieg Erfolg auf jeden Fall. Das nehme ich ab jetzt einfach. Gewinnen Sie Ihr erstes Nachtduell, okay. Auch noch nicht bekommen. Ah, jetzt. mein Windows 10 Rechner braucht ein bisschen länger. So. Juhu, ich bin Stufe 31. Ja. Stufe 33. Arsch. Bam. So, ich kann SLK gewinnen. Ich den Panel Cola. Custom Buggy. Aber ich gewinne nur 30.000 Credits. Nur 20.000. Jetzt sehe ich den M3. Ich auch. An ihrem Fuhrpark geliefert. Sexy ist ja schon. Ich muss E36 M3, muss ich sagen, mag ich echt gerne von Objekt. Das war schon. Also, ne? das, was er sagt, ist ein bisschen verquer, weil er sagt so: Wow, so eine breite Karosse an so einem Auto. Blablabla, der war doch serienmäßig. Vielleicht sollte der einen Rocket Bunny fahren und irgendwie durch den Koop hat es geglitscht. Wahrscheinlich. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil da gibt es überhaupt gar keinen Sinn. Tuning-Teile wurden vergessen, einfach, alles klar. Ja, gut, jetzt haben wir aber hier diese ganzen Dinge abgeschlossen. Jetzt gibt es noch oben in Dingsbums Paradise. Allerdings brauche ich dazu noch zwei Kopf-an-Kopf-Siege. Ich brauche für das noch nur Kopf-an-Kopf-Siege. Ja. Aber ich kann es nicht fahren, weil du der Boss bist. Ja, deswegen. Deswegen ist es bei mir gelockt. Also bei mir ist es eigentlich nicht gesperrt, bei dir ist es gesperrt. Deswegen, ich hab Scheunen vor dir um die Ecke. Echt? Ich glaube nicht, oder? Ja, nee, weiter nördlich habe ich erst einen. Aber ja, das wird ja eh nördlich. Random. Das finde ich auch geil, dass es random ist, nicht bei jedem gleich, ne? Ja. Scheunen von. Ich kann dich nicht mal herausfordern. Das ist schon. Warte, ich bin ja auch gerade auf der Map, deswegen ging es nicht so. Achso. Nur Mittel, sag ich. Wie viel brauchst du? Zwei? Okay, Alter, wie muss ich starten? Ich immer 300 Meter hinter dir. Ich glaube, das ist vorbei. Wir wollen ja das nächste Rennen fahren. Ja, das ist voll Cheaterei, Alter. Ist doch kein Mist. So, ich zerstöre gerade deine Statistik. Ja. Oh, der sechste Gang war ein bisschen falsch jetzt. Ja. Das jetzt? Okay. Ja, komm rum! Nein, falsch. Boah. Eine Driftzone, die werde ich jetzt ganz gewiss nicht driften. Vor allem nicht mit Allrad. Eine Driftzone entdeckt, ja, ist ja schön. Nicht mit dem Auto, da wird das wirklich leise. Boah, perfekt, 0 Punkte. Das spricht eigentlich nur dafür, dass es den Grip hat. Ja, auch. Aufregen. Jack. Geil, jetzt fährt dann Urwald. Richtiger Kettler. Ja, Urwald in der 36. Ich finde es halt geil, wie einfach weitergefahren wird und der einzige Urwald verschwindet. Und mir jetzt so rückwärts lang eigentlich. Ich sehe irgendwo da hinten kommst du gerade. Kann ich nur so leicht erahnen, es ist zu dunkel. Ich meine, ich könnte jetzt auch da vorne den drei. Also, jetzt ist er schon weg. Du hast ja schon. Drei jetzt auch nicht. Nee, einen fehlt mir noch. Ach, da kannst du mich ja mal rausholen. Da hier, nimm mich nochmal. Komm. Zwei, Du wirst nicht per Zufall gewinnen. Ich finde es halt blöd, dass. Ne? Ja, aber ich finde es halt blöd. Du startest halt mega weit vor mir. Das ist so krass, das muss ich erst mal reinholen wieder. Du hast jetzt aber auch einen guten Überschuss gehabt, ey. Ja. Komm, da kann man gerade aus durch, oder? Da vorne ist noch ein Aussichtspunkt, den ich so wobei, ja, doch, könnte. Oh Gott. Oh, nee. Okay, das war nix. Oh, nee, halt, da geht's ja lang. Jo, moin. Rechts abbiegen. In 200 Metern links halten. Da ist noch ein Aussichtspunkt, den ich mitnehmen muss. Und ein EP-Schild. Ja, komm, gib Gas. Das ist Gewinn, ich nicht. Ja, mehr Gas geben, weil ich habe so einen Heckflügel dahin, der bremst. Den habe ich hier nicht drauf. So, jetzt nehme ich auch mal ganz kurz das Episch. Warum habe ich jetzt plötzlich eine Cutscene? Weiß ich nicht. Achso, er hat echt gedacht, ich habe es gewonnen. Das war falsch. Erstmal kurz das Episch noch mitnehmen und den Aussichtspunkt davon habe ich nicht. Nehme ich auch noch weg mit.
Ich bin. Bischel, meins. Sehe nix, Alter. Die Nacht ist halt echt saudunkel. So, gut, also jetzt hat's. Warte, ich will noch kurz den Aussichtspunkt hier vorne mitnehmen. Wo wir gerade eh hier sind. Blüchen, Regenwald. Ja. Ansicht. Okay, okay, also ich habe jetzt ein Rennen freigeschaltet. Und die anderen drei, die es da noch gibt, da muss ich jetzt 10 Stück davon haben. Oh Gott. Wie ja gut, das wird ein bisschen dauern. Aber das eine ist jetzt ganz da oben bei Surface Paradise, ne? Ja, da können wir jetzt einmal hinfahren einfach. Machen wir einen kleinen Roadtrip. Ich muss ja kurz gucken, ob ich deine Markierung habe. Hast du markiert oder noch nicht? Jetzt habe ich markiert. Ah, jetzt hast du, okay, jetzt sehe ich es auch. Bei nächster Gelegenheit. Einmal umdrehen, ups. Oh, wenn man in der Cockpit sitzt, ist ja ganz schön heftig beleuchtet, ey. Alter. Aber es ist halt geil, wie das auch wirklich im Tacho scheint, ne? Ja, finde ich auch geil. Obwohl der Schattenwurf ein bisschen komisch ist im Tacho selber. Aber an sich von der Beleuchtung her, ja, haben sie echt was rausgeholt. Kommt geil aus. Wissen wir ja schon mal, wie Tag-Nacht-Wechsel bei Forza 7 aussehen wird. Ja. Das wird so, denke ich mal, funktionieren. Da müssen sie nur halt auch überall bei allen Rennstrecken 12K-Himmel abfotografiert haben. Genau. Einmal in Scheiße. Europa, okay. Einmal da. Ich hab mich gerade in den Berg reingeglitscht, ups. Das kann man mal machen, ne? Man kann auch mal Spiele kaputt machen, als Provokation. Vorne ist noch ein EP-Schild, ah. Ja, fahr du mal vor, ich hol mir kurz das EP-Schild noch. Das ist das Problem, um vorzuweisen, man wird immer viel zu schnell von Sachen abgelehnt. Natürlich ist das eine Brücke, ah. Oh. Warte, ich fahr kurz mal durch die Brücke. Mann, ey. Das liegt daran, dass sie halt Penner engagiert haben, die die Dinger verteilen sollten. Da haben sie es natürlich immer in den Brücken gesetzt. Bei nächster Gelegenheit wenden. Na, komm, hol's dir. Nummer 31 von 100, hey. Ich hab schon wieder Ziel, Alter. Das ist doch scheiße. Jetzt einen anderen Sender, ey. Langsam geht genau im Sack immer nur das Ziel. Mal jetzt Timeless rein. Das ist der Moderator ja ganz gar nicht bei dir gehört, ja. Ja. Der Dom Thompson. Dom Thompson, oder? Ja. Doch, ja. Es kommt gerade. Oh Gott, die Musik ist mir auch, Alter. Ich bin kein Teenie mehr. Ja, auf Besserung wieder. Papua Gold Neuguinea. Das ist der perfekte Track für den Tag. Hey, immerhin ist der Klassik-Sender GEMA frei, muss man ja mal sagen, ne? Sicher GEMA-frei, Mozart sowas hat doch trotzdem irgendwie die Rechte. Echt? Aber ja, ich meine, ja. Dass das nicht Weltkulturerbe ist oder sowas. Kriegt da keiner Geld dran? Doch, die Weltkultur. Die Weltkultur. Gibt das Weltkulturkonto. Du da hinten jetzt? Ah ja. Das finde ich halt auch so geil, hier durch den Ding zu heizen, ey. Boah, der Tunnel ist ja geil für der Beleuchtung. Oh. Ja, das ist richtig geil. Wir können ein bisschen mehr noch halten. Ja. In 400 Metern rechts halten. Ja, rechts halten ist gut. Oh. Ich bin richtig überscheuen von. Wie? Noch einer jetzt oder was? Ja, nicht so viele. Oh, jetzt hab ich. Die sind beide nebeneinander. Ich hab so viele. Kannst du vielleicht das Auto aus dem Schuppen in der Nähe holen? Kein Scheiß, sie sind nebeneinander. Es trennt eine Straße, trennt die beiden. Ey, hier ist noch ein Ding. Geil! Also, wenn ich nächstes Mal in der nächsten Singleplayer-Folge scheuen von der Suche, die haben wir schon gemacht. Achso, Coop zählt, ist ein halt zählt als neu, gell? Was denn? Die Coop-Löffelliste zählen als eigene. Ja, bei mir macht. Ist es schon, bei mir ist, warte mal, ist die Golden. Bei mir ist die Golden. Also, ich hab die, glaub ich, schon gefahren, oder? Also, ja, Golden nee, ist, hat man die abgehakt, oder nicht? Nee, nein, die ist neu. Nein, nicht. Eben, aber ich hab sie eigentlich schon gemacht, das ist nämlich mit dem 488. Wir machen es einfach mal. Ich glaube nämlich die. Okay. Normalerweise müsste ich. Ich hab gerade eine, aber warte, Ray beitreten da, so. Weil normalerweise müsste es nämlich die mit dem 488 sein. Ja. Die habe ich nämlich schon gemacht, aber im Koop, das war beim 2 ja auch schon so, und da zählt es als Koop-Löffelliste. Stimmt. Dann. Warte mal, war das irgendwie mit der Geschwindigkeit oder sowas? Ja, das, ah, verkacken, ja, wir jetzt, das verkacken wir jetzt eh. Ja, letzte Kurve, wenn man es im Weg steht, auf jeden Fall, weil die letzte Kurve ist mega assi. Wenn du die falsch erwischt, kannst du es ja, direkt vergessen. Die musst du perfekt erwischen, ja. Ah ja, sorry. Es geht nach links, ja. Ah, ich finde das so geil. Geiles Auto. Ja, natürlich! Oh, Scheiße! Ich hab gesehen, wie der schön rübergeblinkt hat. Jetzt ist er weg. Nee, jetzt ist er wieder da.
Oh Gott. Oh. Nein! Wow. Müssen wir das beide? Ah, wir müssen es in der Summe schaffen. Okay, das ist heftig. Oh, okay, das war kacke. Ja, vor allem, weil ich jetzt hier neben rausknallt. Ah, Gott, ja, gib Gas. Nein! Ich hab 32 drauf gehabt. Komm, das machen wir nochmal. Jetzt wollen wir es schaffen. Also, an mir lag's nicht. Doch, an mir lag's schon. Ja, dir lag's, ja. Ja, ich bin, ja, was 32 reicht aber auch nicht. 231 hatte ich, du hättest nur 22 noch haben müssen. 451 oder so ist das Ziel, glaube ich. Ach so, ja, dann reicht's. Ja, ja, dann, du warst hier lang, ja. Ja, machen wir nochmal. Ladezeit, da komm schon. So, du bist starten und join ich da wieder. Ja. Ich hab Way 90 bei Twittern. Ich bin auch mal gespannt, wenn sie von da vom 488 dann eine sportlichere Version raushauen, ey. Das wird interessant werden. Ja, vor allem der wird bestimmt mega böse aussehen. Ja, wir haben noch ein bisschen mehr Luft, dann ist so ein Flügel draufgepackt, weil hat er ja sowieso nicht genügend. Noch mehr Aerodynamik. In 200 Metern links halten. Einfach so raus. So, die soll bitte nicht in den Gegenverkehr reinböllern. Oh Gott, oh. Okay, jetzt sollte ich vielleicht irgendwann vom Gas gehen. Gerade über 300 drauf, das wird nicht klappen. Komm rum, lenk ein! Ja, schaffen wir. Das schaffen wir. Ich hab 244. Die waren 13, was? Wie? Ich hatte 220 oder so drauf. Ich hab 244 drauf. Das kann also. Hä? Das waren noch 450er, vertue ich mich. Nee, ich glaube, das war noch ein bisschen mehr. Ich meine, das waren 480, was wir schaffen müssen. Ah, das kann auch gewesen sein. Das, ja. Stimmt, also 240 ist ja das Normalziel. Also alle gute Dinge sind 3, glaube ich, oder? Und wenn wir es dann nicht schaffen, ja, dann... Ja, dann schaffen wir es dann nicht. Aber es ist auch echt, ich finde es auch schwer. Ich habe auch echt eine lange Zeit gebraucht. Ich habe so oft zurückgespult. Also ja, immer dieser Abfuck ist wegen der letzten Kurve. Wenn die versemmelt, kannst du das ganze Ding neu machen. Und die Ladezeit, wie wir hier sehen, ist ja nicht gerade kurz. Ja, da hat Spaß dran. So, treten. Aber wir kriegen jedes Mal Erfahrung dafür, ist auch nicht. Das ist schön. Es lohnt sich nicht wirklich, die normalen Rennen lohnt sich mehr. Nee. Die Veranstaltung machst du eher für die Fans. Ja, das stimmt. Ja, bin mal gespannt, ob das Coop vielleicht nochmal extra Fans gibt. Oh, das ist ja geil. Mal gucken. Komm schon. Mein Gott. Echt ein bisschen langatmig. Und ich werde das Teil. Okay. Das war jetzt zu viel. Ja, das war so gewollt, ja. Okay, das siehst du mir im Parade im Hintergrund, dass ich aber komplett rumdreht. Aber ich fand es jetzt nicht in die Karre. Ja. Rechts abbiegen. Wie viel Zeit reicht da oben? Ja, 482, ja, wir müssen 241 schaffen. Ja, ich hab's gerade eben geschafft, ja. Ich nicht. Er muss einfach rechtzeitig vom Gas gehen und dann. Ja, ich konnte jetzt noch nicht mehr ausziehen, weil da jemand ist. Ach, das ist kacke. Ja, genauso. Nee, schaff ich nicht. Nee, 230 hatte ich jetzt drauf, 231. Ich hab 46. 7, oh, Alter! Scheiße! Ich hatte außen leider, da war ein scheiß Auto, was davor. Ich konnte da nicht nach außen ziehen, um die Kurve nicht anzufahren. Ich auch nicht, das war ein blöd. Aber trotzdem 46 habe ich jetzt hingekriegt. Mist! Man muss halt wirklich so rum, dass man gut Grip hat und dann im vierten Gang voll rausprügeln kann. Ja. Dann schaffst du auf jeden Fall die 240. Nee, alle guten Dinge sind 4. Genau. Jetzt schaffen wir es aber. Und noch einmal. Pass auf, jetzt verkacke ich es wieder. Stell dir mal vor, das müsste zu viert, ne? Geht es ja dann auch. Dann hast dann du irgendwie, warte mal, 480, oh Gott. Ja, das ist 960, oder? Ja. Hä? 960? Ja, 960 auf die 9, ja, richtig. Dann fahren sie 1000 km/h. Was? Und quer. Hui! In 200 Metern links halten. Links halten. In 400 Metern rechts abbiegen. Oh Gott, wow. Ja, bei mir ja. Nee, klar, lecker, danke dir. Wow.
Ja, die lenken halt immer noch ein bisschen, der Verkehr. Das ist nicht hilfreich. So. Nein, ich rutsche. Nein, hat sich erledigt. Ja, ich bin auch reingerutscht. Okay, wir lassen es. Ein andermal. Verdammt! Ja, 34. Ja, okay. Schade. Egal, ein andermal. Aber der ist auch echt schwer. Also ich finde den auch schwer. Fahren wir lieber Nachtrennen, da sind wir Aber das wäre wie die Fahrerausforderung mit dem Handy, wenn immer auf dem Flugplatz, ey. Hab ich glaube noch gar nicht gemacht. Ja, dann musst du über 403 km/h am Ende des Flugplatzes erreichen mit dem Handy Savannah. Du musst erstmal Glück suchen, dauert ein bisschen. Achso, ja, gut, das halt, ne? Aber sonst, ja, das ist nicht anspruchsvoll, aber zu zweit ist es nicht anspruchsvoll, weil du dann nutzt die Karre fest am Anfang. Oh, ich hab da noch ein Ding, ein Bonus-Dings. Ups, Bonus nicht hier, sondern. Er hat so ein Tafel. Schild. Bist du eigentlich? Ich sehe dich gar nicht. Ich stehe an der Fahrschutzliste. Hast du noch ein Schild? Hast du ein Schild? Wieder hast du ein Schild, da fahr ich jetzt auch mal hin. Ach, da ist ein Schild. Ach, das ist ja der Nebenweg, wo fährst du rein? Ja. Ach, da ist ein Weg. Ja, ich hab den auch erst mal so Schnellreise ist. Schnellreiserabatt. Ah, da, jo. Danke. Okay. Noch nicht gehabt. Bin noch eins auf, fährst du hinten. Ja. Nee, ich fahr jetzt gerade auf die Straße zurück. Hab ich jetzt für einen Radiosender eigentlich? Das ist schon nicht doch, das ist schon richtig basic grün. Also die nächsten Rennen auf jeden Fall, da muss ich mal noch ein paar mehr Kopf-an-Kopf-Duelle machen, weil ich brauche 10 Stück, um die Nation freizuschalten. Ja, die habe ich immer so im Singleplayer mal so ein bisschen nebenher gemacht, ne? Fahrer einschätzt, oder diese Credit-Fahrer halt. Ja. Die lohnen sich halt immer wieder. Das jetzt machen, ja. Ja, die lohnen sich richtig sogar. Schon knapp 50, 60.000 sogar. Ja. Schon nicht schlecht. So, ich habe gehört, jetzt gewinnen wir direkt im ersten Anlauf. Und ja, springen wir auf die Folgenlänge. Auf jeden Fall schaffen wir das. Ersten Anlauf. Bei uns am Talent. Ja, hallo, wir sind talentiert. Das Spiel ist nur zu einfach. Ja. Schön, wie die Scheiben noch glühen. Kann man farblich jetzt gar nicht von den Bremsbacken unterscheiden. Ja, Bremsbacken und meinen roten Felgen. Ich sehe einfach nichts mehr. Ja. Willst du noch rote Reifen haben? So wie der, das ist der Opel GT Konzept, der hatte doch rote Reifen. Ja, stimmt. Ah, Huracan for Horizon Edition, ja, nee, ist klar. Ja. Soll eigentlich Rockstar heißen, aber steht Rickstar auf seinem Auto. Ja. Wahrscheinlich heißt er auch Rickstar, oder? Ja, heißt er Rickstar? Ja, Rickstar. Ah, Rickstar 1988. Kennst du nicht so richtig, willst du richtig synchronisiert? Was? Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ja, Auding werden anscheinend, nämlich den M4, den ich mir ja mal gemacht habe, ist tatsächlich bei einem, Grüße an dieser Stelle an denjenigen, hat nämlich ein Foto gemacht, wo mein Driver Tabay rumgefahren ist, genau mit dem M4, mit dem Design. Ist ja geil. Und dem Breitbau und alles. Das ist scheiße. Ja, MG Metro RS200, aber wieder für eine Gruppe B, Battle hier vorne. Und den Huracan. Oh, Gott. Scheiß Verkehr. Oh, bremst mich aus. Ich darf nur nicht vergessen, wenn ich im Singleplayer bin unterwegs bin, den Schwierigkeitsgrad wieder zurückzusetzen. Ja, bei mir wird er automatisch wieder. Das war ein ganz zu niedrig. Gänger sind aber auch knackig kurz, ey. Klappt so gut durch. Ja, aber ist ja auch nicht schlecht eigentlich. Mal Kopf schaut, ich will den Huracan haben. Nein, schieben! Oh Mann, ey! Scheiß 1,7 Tonnen, die dann immer in den Kurven mitkommen. Oh, die scheiß Fahrräder da. Oh, waren Fahrräder? Was Schnitzer waren, damit noch Roller, ja. Ah, oh, Mann, wie das ausbremst, ist ja nicht mehr feierlich. Yo, Alter, wie die ersten Martin einfach mir vorbeifliegen. Ich hab 2,70 drauf und der hackt mich ab. WTF. Hat der einen Speed drauf? Probieren gerade, ja. Nein! Ach, ja, gut, schon. Checkpoint nicht bekommen. Nein, ich guck auf die Minikarte und ramm voll den Verkehr, ey. Scheiße, okay, jetzt. Ey, letzter. Ich war Dritter. Ein Checkpoint verpasst, ja. Ein letzter. Das ist echt ein echter Talent. Oh Gott, schieb. Da war ich hängen fest. Aber ich hab so eine einzelne kleine Ausbuchtung. Und da bleib ich drin hängen, ey. Halt doch's. Ja, wir sind echt Talente, das muss ich schon sagen. Wir haben es echt drauf einfach. Das ist, ja, es geht direkt so gut, dass wir jetzt abgebogen sind. Ich wäre genauso weitergefahren. Illegal Street Racer, ja. Na, natürlich kann man das nicht umfahren. Ach komm!
Wir sind zu legal, das ist das Problem. Wir sind, ja, wir sind genau. zu legal. Wir halten uns zu sehr ans Gesetz, das ist echt nicht gut. Ja. Boah, der Checkpoint ist ja auch asi platziert. Wir halten uns nicht mal an die Rennregeln, ja, wir lassen aber die Checkpoints aus. Ja, der eine Checkpoint ist auch asi platziert, links neben der Bahnhaltestelle. Wenn du rechts rumfährst, hast du nicht mitgenommen, das ist doch asi. Ja. Ja, scheiße, da vorne hängen. Alter, wie alle vor einem Fleck hängen, weißt du? Und ich krieg noch ein paar. Nein, scheiß Verkehr, du dummer, blöder Fiesser, Mann! Können wir aber so nicht stehen lassen jetzt, oder? Yeah, nee, das kriegen wir nochmal hin. Das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Da wird die Folge ein bisschen länger. Dann auch noch, ey. Oh Mann. Oh. Ey, dieser eine Checkpoint, fährst du hier schnell Rechtskurve, treibst du bis zu weit raus. Ja, Checkpoint nicht bekommen, dein Problem. Yeah. Cool. Oh Mann. Aber 60er ist halt immer noch schön, ey. Ja. Ne, 430er, so rum, nicht 360er, 430. Stufenaufstieg. Okay, Stufenaufstieg. 82 EP, dein Ernst? Mir fehlen 82 EP, super. Ich mach mal und kurz einen Donut. Ich gewinne. The Pantball Choller. Ich wollte gerade sagen, ich mach kurz einen Burnout, aber das geht hier nicht. Ich mach mal kurz ein bisschen was um, ich brauch 84 EP, so, da hab ich's ja verstanden. Ah ne, ist in der Erfahrungskopf. Geh ich hier zum Arsch der Welt, ey. Ne, jetzt hab ich wieder. Ja, scheiß drauf, ich krieg die 94 PK gleich schon. Mann, ey. Boah, wieder rüberballern. In 400 Meter links halten. Ich will hier den Ding mal auf 3 Sterne kriegen, den hab ich noch nicht. Wie was? Aber ich glaube von der Seite schaffe ich nicht die Tempozone. Das war eine blöde Idee, hier zurückzuschalten. Okay, dann schaffe ich wieder nicht auf 3 Sterne. Von der Seite sowieso nicht. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 100 Metern rechts halten. Ah, die 3 Vatare. Was macht der? Was macht der da? Ja, weil er wendet einmal mitten hier in der Stadt, ey. Was ist bei dem Verkehr? Das ist ein Werbeteil, damit hat es alles erklärt. Fahren. Hä? Wenn er mich die ganze Zeit in Fahrzeuge reinfahren. Ich bin halt auf der falschen Straßenseite gefahren. Ja, diese dummen Idioten, die immer im Gegenverkehr waren, ne? Ja, Mann, das ist aber auch echt. Irgendwann, man blendet es halt manchmal auch echt aus. Ne? Ja, ich verstehe sowas. Wenn du nicht im echten Straßenverkehr plötzlich falsch rumfährst, alles cool. Ja. Ah, das glaubt, das passiert. Superstieg, geil, hab ich ihn doch. Ah, da musst du schon so hardcore gesuchtet haben hier, das ist verrascht, ey. Yay, 10.000 Credits, oh, das sind 20.000, yippie. Fähigkeitslied, ich versorge euch mit. Yay, Fähigkeitslied. Krassesten Base. Gut, jetzt ist es zu spät, jopp. So jetzt. Ja, komm schon. Legen wir los. Jetzt schau mal die Karre, da kommt der Gaiano, bleibt kurz stehen und fährt dann nochmal mit Schwung los. Ja klar, nochmal so richtig einen. Natürlich, kann man mal so machen. Ja, auf jeden Fall. So, diesmal gewinnen wir's. Ja, 1 und 2 habe ich gehört. Locker. Easy peasy. Wie immer. Peasy. Ich hab's Problem, Leute nehmen leider das ziemlich ernst, was wir hier sagen. Ihr habt aber gesagt, dass ihr das macht und ihr habt's nicht deabonniert. Ja, die geben mir mal an, wie gut die sind, aber die sind voll geluschen. Ey, das ist wirklich nicht so einfach, wie es aussieht. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Jetzt haben wir noch größer die Fresse aufgerissen, gut. Ja. Selbstverständlich. Oh Mann. Ey, eigentlich wäre es viel, viel schwerer, aber wir lassen es richtig leicht aussehen. Ja. Man muss erst mal verlieren, ne? Das ist ja gar nicht so einfach. Ja. Ist ja gar nicht so einfach. Ja, warum bei FF1 einfach stehen? Mann, ey. Da hat Dana echt eine. Der Bowler macht mir schon wieder. Yo! Ihr habt echt hier Hänger. Stau, Mann. Stau! Hier ist Stau! Ich kann nicht mehr zwei Stand. Ich kam nicht durch. Bei mir war der CLK und der. Was auch immer das nochmal ist. Der Nissan ineinander. Ja, nice. Komm mal. Komm. Handbremse. Gut, letzter kann ich ja diesmal nicht werden. Das ist das Gute. Da ist ja keiner mehr. Der steht ja am Start immer noch. Alter, Leute! Ey, den AMG muss ich doch kriegen, ey, da vorne. Oh, kein Allrad. Okay, man weiß es nicht.
umbauen können sie ja alles. Alles umgebaut. Der Allrad, der AMG. Ach komm jetzt! Alles getrieben ist perfekt. Hier für die Stadt. Weil komm schon! Zweite ist zu kurz und dritte ist zu lang. Kurve, ey, man meint voll, man kann die schnell nehmen, aber. Nee, der schiebt dann halt wie ein Irrer. Ja. Dann kommt so ein Dayado von hinten und sagt: Hey, ich kann die voll nehmen. So, Alter, jetzt, Simone, wie dann machen wir nach. Bitte. Wer? Der Gallardo, der fährt einfach mit Kuhn. Ja, der erste Mal ist genauso vorbeigezogen. Ja, geht ja erst total langsam irgendwie. Was ist bei denen verkehrt, ey? So, achten die Kurve. Andere Leute haben die verkackt, habe ich gehört. Niemals. Boah, diese habe ich schon Griff genommen. Glück gehabt. Gerade noch so umgekommen. So, die Kurve habe ich verkackt vorhin, aber diesmal nicht. Das war mal so eng an, ey. Man merkt, dass sie auf unschlagbar sind. Die sind schon echt übel schnell, ey. Ja. Gerade an diese legalen Straßengrenzen sowieso nochmal. Wobei die hier ja wirklich Sinn machen, die Straßen, die illegalen Straßengrenzen in der Stadt und so. Bitte weg neben dem Festivalgebiet. Ja, kommt ja. Ja, so. Wir gehören nicht zu euch! Aber da fährt euer Boss gerade mit. Nein, das ist er gar nicht. Das glaube ich nicht. So, jetzt haben wir euch mal gezeigt, wie es einfach geht. So. Ja. Ja, komm, nah dran, ich komme auch nicht in die Beine raus. Aber Gallardo war auch echt scheiße schnell, ey. Puh, so, haben wir es geschafft, war doch einfach. Ja, war easy, ja. 1.850 Ich hab gehört, das war der erste Versuch, das andere mal rausgeht, was? Ja, das war, ich weiß gar nicht, was ihr da gesehen habt, da habt ihr was Falsches gesehen. Ihr habt gar nichts gesehen. Kriegen wir überhaupt hier Fans? Das habe ich noch gar nie drauf geachtet. Ah, nee, klar. Nee, den Straßenrennen nicht. Ja, stimmt, gehört ja gar nichts. Wäre auch ein bisschen komisch. Logischerweise, ja. Ey, ist Festival auch gemacht, die Leute feiern, wie sie illegal mit dem Straßenverkehr umgehen. Macht irgendwie keinen Sinn, das stimmt schon. Drei weitere Straßen. Gewinnen sie drei weitere Straßenrennen um das Nachtduell freizunehmen. Ja, hab ich auch. Dafür brauche ich aber erstmal die anderen, muss ich erstmal veranstalten. Aber das machen wir heute nicht mehr. Nee. Gut. Also, das soll es gewesen sein. Genau. Und dann sehen wir uns halt beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.